einen wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute grandiose Folge Ark. Wir versuchen heute den ultimativ kranken, epischen Raid. Füllen deswegen gerade nochmal die Lebensanzeige unserer Stegos auf. Und werden höchstwahrscheinlich am Ende dieser Folge 2 PvE-Leben weniger haben. Hallo und Hallöchen, Deko. Ich erhöhe auf 3, zweimal, weil wir sterben. Und ein drittes, weil einer von uns beiden versucht, den Loot wieder zu holen. Wobei, jetzt wissen wir doch, wie es geht. Stimmt, mit Enterhaken. Enterhaken, ganz genau. Enterhaken ranziehen, hast du doch von mir, Junge. Ah ja, so von mir, von dir. Mach mal Gamma 5, da sieht man was, kleiner. Okay, ich hab Gamma 4 gemacht, aber okay. So, die Stegos sind schon fast aufgeladen, das heißt, wir können unseren Raid fast durchziehen. Also, was haben wir jetzt vor, Deko? Wir werden jetzt nach vorne gehen, beziehungsweise rückwärts, mit dem Arsch voraus, ein bisschen zauken, dann absteigen, am besten so absteigen, dass man nicht erwischt werden kann. Das wird schwierig, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine Strategie jetzt, Deko. Es muss funktionieren. Ja, ich muss doch mal, ich habe schon mal gescoutet, wir haben insgesamt 6 Heavy Turrets hier. Ja. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Und zwar haben wir einen da oben drauf, vorne. Haben jeweils einen, rechts und links. Hier ist einer und da hinten ist noch einer. Dann haben wir 3. Und es sind auch 3 Stück hier oben drauf, die aber in die andere Richtung gucken. Das heißt, von der Seite kommend sind wir auf jeden Fall schon am besten, weil ich glaube, wenn wir von hier kommen, schießen nur 2 Heavies auf uns. Ja, vielleicht auch 3. Okay. Und ich würde sagen, wir versuchen hier durchzubrechen. Gleiche Ecke, oder? Also wir dürfen jetzt nicht den Winkel ändern, weil da haben wir jetzt glaube ich schon ein bisschen weggesoakt. Ja, ja. Ich glaube, wenn wir diese Foundation wegsprengen, Foundation ist besser als Wand, ne? Weil die Wand hat 40.000 HP, die Foundation hat nur 10.000 HP. Und ich glaube, wenn wir... Gibt es sogar auch noch Unterschiede. Es gibt hier eine Metal Triangle Foundation mit 10.000 HP und eine Glas Foundation mit 15.000. Da sparen wir uns auch mal 5.000, wenn wir wirklich so eine Triangle-Ding nehmen. Und ich glaube, da steht der Generator drauf. Das bedeutet, wenn wir da reinsprengen, geht der Generator kaputt und damit sind zumindest von dem der ersten Glasbox hier vorne die Turrets aus. Okay, Deko, du weißt, was du machen musst. Wenn du in eine spezielle Richtung springen möchtest, dann musst du A oder D drücken, Richtung, ne? Ja, ja. Nicht, dass du jetzt irgendwie in die falsche Richtung springst und dich dann andere Tower erwischen. Das wäre jetzt, wie sagen wir, muy caco. Und ja, die Dinos sind jetzt full. Ich überlege ob ich auf dem Stego dran gehe oder ob du auf dem Stego dran gehst und ich dann los... Wenn du genug Towers gezogen hast, wenn du nah genug dran bist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Also das haben wir ja schon mal versucht, aber damals bin ich gestorben. Ja, das war aber auch nicht gut gemacht. Das war nicht so gut. Genau, deswegen sage ich dir, wenn du tiefer drin bist, dann kann ich vielleicht sprinten. Weil wenn ich halt abspringe vom Stego, springe ich ja immer relativ weit nach rechts oder links. Ja. Und dann kann es halt gut sein, dass ich dann wieder in die Range von irgendeinem anderen Turret springe. Okay, jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los! Auch weiter. Ja. 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 Aua. Okay, mein Brustpanzer ist kaputt. Oh mein Gott, das ballert richtig! Okay, ich muss gleich wieder nach vorne gehen, Deko. Ja, ich... Soll ich jetzt rangehen? Ja, ich halte dich! Ich hab dich für den Verletzte. Ich bin tot. Fuck, Digga! Die fokussieren sogar um! Fuck, Mann! Okay, das wussten wir nicht, ne? Das habe ich mir gerade gedacht. Ich war mir nicht ganz sicher. Digga, scheiße! Ja. Fokussieren. Wir müssen also echt leer soaken. Alter Schwede. Ich habe keine andere Möglichkeit, ranzukommen. Ich bin jetzt Level... 83, ich schau mal ganz kurz Raketenwerfer. Ist glaube ich 86. Digga, 87 sogar. Alter, scheiße, Mann! Digga, und schon wieder bin ich gestorben, ne? Warum immer bin ich es, der ihr Leben verliert einfach? Aber, ich schau gleich mal, das Ding ist, wir haben ja haben wir nicht so ein krasses Metallschild sogar? Wir haben sogar ein ziemlich krasses Metallschild, ja. Dass du da einfach so ein bisschen nach vorne gehst. Ja. Das heißt ein bisschen, ich muss ja einfach voll rein, ne? Ja. Weiß halt nicht, ob dann von rechts und links Dinger auf mich schießen und ich dann wieder sterbe. Okay, du brauchst jetzt wahrscheinlich den Mehrwing, oder? Warum? Ja, damit du wieder herkommst, oder? Und du brauchst einen Armbrust und die Kettenbowler da, also die Bowler-Dinger. Sehr gut! Drin, ne? Haltbarkeit 4000. Du wolltest ja so rübergehen, ne? Ja. Okay. Dann würde ich nämlich nochmal... meinst du, ich kann jetzt schon wieder in die Höhle gehen? Meinst du, so eine halbe Stunde reicht, dass die Dinger wieder voll sind? Nee, ne? Nee, auf gar keinen Fall.
Weiß halt nur nicht, ob wir vielleicht noch, ja? Die Höhle von Delta auschecken können. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht, ja. Das wäre eine Idee. Aber wahrscheinlich war Delta da. Hast du den Mehrwing? Ich hab den gerade mitgenommen. Ja. Okay. Aber ey, das ist ja auch böse, dass sie dann auch noch umswitchen, Brudi. Also, wie OP willst du denn bitte sein? Was ist das für eine kranke Base? Wie viele Leben haben wir schon da gelassen? Ich glaube, das war jetzt tatsächlich das dritte oder vierte. Na, das hat echt schon viel gekostet, ne? Also einmal auf jeden Fall am Wasser, ja. Einmal bei dem gleichen Try, den wir jetzt gemacht haben, noch schlechter und halt jetzt. Also drei Leben haben wir da schon verloren. Eieieiei. Ja, ich weiß nicht, wie nah ich rangehen kann. Warte, ich geh. Du siehst das ja bei den, dass sie da anvisieren. Chill erstmal. Leuchten ja auch dann. Ja. Aber schießen die gar nicht? Nein, ich geh. Hallo. Also, es gibt welche, die alarmieren gar nicht. Ich geh jetzt erstmal wieder nach hinten. Versuch dann aus der Entfernung die Scheiße irgendwie ranzuziehen, ja, wenn du das kannst. Ja, aber ich auch gerade um. Ja, die unteren schießen nicht mehr. Dann haben wir die schon leer. Na doch, zwei sind noch unten. Krass, dann sind das gar nicht mehr so viele jetzt, ne? Aua, nein, ey. Deko! 2, okay. Digga, Mann, ich komm da. Jetzt habe ich schon 2 Minuten Respawn-Timer auch, ne? Scheiße, Mann, ey. Es geht schlimmer, es geht besser. Ja, vielleicht so in 100 Folgen. Ey, ganz ehrlich, am Ende wird's so sein: Wir sorten die ganze Scheiße leer. Da kommt Delta, fickt uns da weg und raidet die Base selber. So kann ich mir den Lachs gut vorstellen. Ihr habt einfach Raketenwerfer raus dann. Der kleine Jürgen, ey. Ja, ist das für dich in Ordnung, wenn ich jetzt erstmal. Weil ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit die Stegos wieder hochballern, dass ich jetzt eben mit dem Mehrwing rüberziehe zu der hoffentlich anderen Höhle von Delta? Ja. Okay. Dann soll ich weitermachen, wenn wir jetzt schon ein paar Tower leer gezogen haben? Wäre gar nicht so blöd. Also, wir können ja nochmal alles durchgehen. Ganz, ganz kurz. Kurz. Kanone. Bringt nichts. Handgranaten. Müssen wir näher dran? Geht nicht. Bazooka? Geht. Nein! Der ist bei unseren, bei unserem Loot. Der ist bei unserem Loot. Nee. Doch. Fuck, ich müsste kurz schauen, was ich alles dabei habe. Oh nein, Digga. Wir hätten das doch als erstes machen müssen. Ich habe auch keine Pistole dabei. Oh fuck. Wir können es auch. Also, ich habe ja jetzt gar keine Ausrüstung. Warte. Check das eben. Ich habe nur leider gar kein Shit dabei gerade. Da unten sehe ich ihn gerade, ja. Parasaurus. Er ist heiser? Hä? Soll ich die Shotgun holen? 500%ige? Wenn wir die verlieren, wäre natürlich auch sick, ne? Ich kann alles geben, ja. Okay. Parasaurus ist auch tot. Digga, ist auch wieder alles zu einem geilen Zeitpunkt, ne? Ich nehme die Pistole jetzt. Ich lasse die andere da, ja? Und jetzt ganz kurz schauen. Wir nehmen die. Wo haben wir die Bola? Die brauche ich jetzt. Auf 2. Und das auf 3. Und jetzt versuchen wir zu rasieren. Gamma 4. Ja, er hietet gerade rum. Komm hier rüber. Nimm irgendwie eine Waffe. Auch eine normale Flinte. Scheißegal. Shotgun, irgendwas. Ja, der Revolver. Was für Munition braucht der? Revolver hab ich dir schon gesagt. Ja, hier ist einer, 52%. Okay, dann nimm den. Normale, einfache Munition, ganz rechts. Okay, der hat die Sachen aber. Er hat die Kisten in Ruhe gelassen. Er hat nur unseren Trike umgebracht und unseren Para hier drüben. Okay. Dann hat er nicht aufgepasst. Okay, sehr gut. Aber er ist jetzt weg. Das heißt, wir sollten jetzt ganz, ganz schnell mit einem Agi unsere Sachen holen. Machen wir. Ja. Okay. Ich habe keinen Plan, welche Munition der Revolver nutzt. Immer noch die Kugeln, einfache Kugeln. Ganz, ganz, ganz rechts im rechten Schrank habe ich schon welche hingeballert. Das ist sozusagen der Schrank, wenn schnell irgendwas gebraucht wird. Dann machen wir da jetzt so coole schnelle Sachen drin. Oh, komm her, ich will doch nur raus! Wir müssen auf jeden Fall dann im nächsten Place auch irgendwas anderes bauen. Das mit dieser Luke oben, das ist Digga, das ist so nervig, Digga. Das ist einfach so todesnervig. Ich weiß nicht, was man da besseres craften kann. Ja. Also die Alternative wäre ein Tor da vorne. Okay. Let's go! Let's go, Nico, let's go! Haben wir noch einen Agi?
Ja. Oder wo ist der andere? In der Kryokammer. Soll ich den holen? Na, natürlich. Da reicht einer. Nein! Wir müssen bestimmt 8-mal fliegen, ey. Wenn nicht sogar noch mehr. Kurz oben nochmal abchecken, ob der vielleicht doch nochmal irgendwas gesehen hat. Ich brauche gerade mal, ob ich ihn irgendwas finde. Nee. Nach wie vor nicht. Ich bin wahrscheinlich darauf beschränkt, ein paar Dinos vor uns umzubringen. Ja, vielleicht ist er vorbeigeflogen, hat die Scheiße dann hier gesehen, dachte sich, oh, wenn ich schon mal hier bin, dann fick ich sie mal eben. Sollen das jetzt beide machen oder reicht einer und ich cruise mal bei ihm vorbei und versuche irgendwas zu ficken, weißt du? Versuch einfach mal vorbei zu cruisen, versuche irgendwas auseinanderzunehmen. Ich brauche aber einen Dino, auf dem ich drauf stehen bleiben kann. Meinst du, ich kann auf dem Agi kann ich nicht stehen bleiben, ne? Gibt es Dinos, auf die ich absteige und drauf stehen bleibe? Redzahl mit Plattform. Ja, okay, das ist ja klar. Aber irgendwas anderes noch? Irgendwas, was weniger so krass ist? Nichts, was mir jetzt... Okay. Ah, shit, ey. Okay. Los. Fall ich auch nochmal wieder los? Wobei, folgt dir mal hier. Folgen. Ich lass dich dann mal machen. Und versuch den mal auch mal kurz irgendwie zu nerven. Den kleinen Lachsjürgen. Kann nicht sein, dass er uns die ganze Zeit auseinander nimmt. Oh. Ja. Oh. Hey, jawohl, habt deine Leiche. Nice. Ja, die liegt jetzt eben hier rum, ne? Verschwindet in 16 Minuten. Ja. Das heißt, da musst du auf jeden Fall zeitnah hingehen, ja? Jo. Dann geh ich schon mal weiter. Dann brauchen wir als nächstes unbedingt sowas wie Polymer. Vielleicht müssen wir da demnächst mal ein paar Pinguine klatschen. Denn Polymer brauchen wir für Shotgun, Sniper und alle wichtigen Waffen. Später auch noch für die Bazooka, aber da können wir ja nicht mehr im Traum gerade dran denken. Ja, wir brauchen halt erstmal Blueprints, die wir überhaupt craften können damit. Ja, vielleicht sollten wir uns trotzdem einfach mal so eine ganz normale 100% Shotgun basteln, damit wir einfach eine da haben, weißt du? Damit wir, falls wir ihn sehen, einfach reinzwirbeln können. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Wird halt wahrscheinlich auf ihn keinen Damage machen mit seiner Rüstung. Ja. Ein bisschen. Also, die wird schon runtergehen, oder? Also. Das macht doch auch ultimativ viel Damage, so eine Shotgun, ey. Ja, weil der kann ja nicht komplett overpowered sein, der Typ. Hat halt eine fast 1000er Rüstung, ne? Das war ja schon strong, was er bekommen hatte. Ja, ich check nochmal kurz die Plattform ab, ob ich die irgendwo sehen kann. Ich hoffe, der hat hier keine... Rein, oh! Okay, der hat jetzt schon eine zweite Etage gebaut. Muss mal kurz gucken. Da irgendwas ist. Oh, ich kann vielleicht was ficken von ihm. Warte mal. Ja, ich fick sein Mehrwing 270. Nice. Ich weiß aber, dass er mehrere hat. Aber weg ist ja. Weg. Okay, einen habe ich. Sein Petri fick ich auch. Ja. Yeah. Ja, komm. Bitte. Ey, der hat aber. Ey, der hat. Wirklich. Heftig. Heftige Rüstung. Ich versuch die Rüstung dann auch zu klauen. Das wäre natürlich nice, ja. Bei 57 Damage, das ist echt wenig. Okay, habe ich. Was ist das für eine? Oh, 194, Digga, der gefällt mir doch. Hier auch irgendwas drin? Nee, leider nicht. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich noch mehr ficken kann von ihm. Ah. Stegos sind da. Ich glaube, ich habe jetzt alles drüben aus dem Scheiß. Okay, also, es macht nicht ganz so viel Damage. Ich probier's weiter, ne? Ich probier's weiter. Wenn ich schon mal hier bin, jo. Let's go! Jetzt wirst du geholzt. Jetzt wirst du geholzt. Okay, komme ich da irgendwie hoch? Ich krieg auf jeden Fall Damage, aber jetzt nicht so mega viel. Huh. Ich düse mal eben los und hol meine Leiche. Ja. Ich habe auch gerade mal 3 runtergestellt wieder, ne? Wegen Tageslicht. Ja. Glaube, ich nehme da mal lieber. Ich bin lieber Mary. Ja. Oh, oh. Endlich willst du die Mikachos mal ein bisschen nein! Zu sehen, ne? Bin gestorben. Ich? Ach, er hat Player Only gemacht. Shit. Okay, das war natürlich jetzt super smart. Also unser Mehrwing ist jetzt da. Shit, ey, was,
Ja, wollen wir kurz zusammen rübergehen? Das war jetzt super, super dämlich von mir. Ja, müssen wir eigentlich. 35 Sekunden. Oh, shit, ey. Oh, da hab ich so nicht dran gedacht, ey. Oh, ho, ho. Dachte, ich wäre auf dem Dino safe, weißt du? Oh. Okay, es war... Ah, das war hart dämlich, ey. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Digga, ja, warum geht das denn? Dann müssen wir gleich schnell rüber und den Mehrwing holen. Den habe ich letzte Runde erst getamed. Alter, jetzt geht's aber um die Zeit, ey. Komm her, komm her. Komm mal Mehrwing rausballern. Ich glaube, ich bin ready. Ja, aber wie kommst du mit? Ich komm... Ich dachte, wir haben noch einen Mehrwing. Hast du nicht gesagt, wir haben noch zwei? Hey. Na, soll ich dann alleine eben rüber? Weil ich weiß ja, wo alles ist. Ja, nimm Kryoball mit. Aber... Ah, ich muss meine Leiche auch irgendwie rauskriegen, ey. Shit, ey. Guten Tag. Ja, ich cruise erstmal los. Wo ist der Mehrwing hier drin, oder? Nee. Mehrwing ist draußen vor der Tür. Okay. Eieiei, Mios, Dios. Ah, ich hätte vielleicht noch eine bessere Rüstung mitnehmen sollen. Shit. Welche? Ja, wir haben ja auch Chitin-Sachen mit 300 Rüstung. Ich habe jetzt nur 100er Sachen dabei, ne? Das ist eigentlich nicht ganz so strong. Oh, jetzt muss ich richtig schnell sein, weil der hockt einfach da oben drauf, Digga. Auch meine Leiche ist einfach neben seiner Tür. Der muss einfach nur rausgehen. La la la. Dankeschön, Marvin, für dein Loot. Kuss geht raus. Digga, ja, richtig Profi. Wie bitte? Wie ist er gerade noch unterwegs? Ja. Das ist jetzt aber... Ist das PvE-Leben eigentlich? Gegnerische Base? Weiß gar nicht. Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Müssen wir nochmal klären. Weil das ja im PvP ja, okay. Passiert ist, eine PvP-Base war. Fragen wir ihn mal später. Aber eigentlich ist das so eine... Wie kann man sagen? Graue Zone. Muss ich so irgendwie hinkriegen. Wow! Fuck! Ey, Mann! Okay. Das war eine Base. Die kannte ich noch nicht. Die ist neu. Neue PvP. Ja. Ey. Ja! Ey. Ich wurde von Delta getötet. Okay, unsere Schneeäule ist wahrscheinlich auch tot jetzt. Also solange er unsere Dinos jetzt nicht auseinandernimmt, ist ja relativ safe, oder? Ist noch nicht allzu viel passiert auf jeden Fall. Stegos. Oh fuck, er steht vor mir. Hallo, hallo? Wo bist du? Wieso? Ich hab ne Geisel. Ey! Hä, welche Geisel? Gib mir die. Ja, Mehrwing, oder? Nee. Ich hab Ego als Geisel. Ah, okay. Hä, was bin ich denn für eine Geisel, Alter? Komm her. Wie, was passiert? Ja? Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Ich bin direkt zu euch rüber. Hä, wir haben nichts gemacht. Das ist nur ganz groß auf dem Bildschirm. Hä, das ist nichts passiert. Was willst du? Er labert er uns zu, nachdem er einen Trike und zwei Parasaurus von uns umgebracht hat, ey. Während die Jungs dort verhandeln und arg Geschäfte machen, erzähle ich euch einen Witz. Was ist orange und läuft den Berg hoch? Eine Wanderine. Da sind wir! Delta hat mich zu seiner Base eingeladen, hat mich aber auch komplett weggelootet. Ich wollte hier einfach nochmal hin, denn es ist ja alles schief gelaufen. Alles! Wir können mal kurz nachschauen, was er mir gelassen hat. Ja, also... Ein paar Sachen hat er mir dagelassen. Kuss geht raus. Die ganzen guten Sachen sind leider alle weg. Digga, der Dino sieht ja richtig Hammer aus. Darf ich den mitnehmen? Nein, leider nicht. Muchachos, tut mir leid. Das war jetzt ein bisschen Pain in the Ass. Es hat ordentlich Ressourcen gekostet. Vier Augen zugedrückt. Wir haben gerade nochmal mit Delta gesprochen. Der Tod zählt nicht. Fick mich! Der Tod zählt auch nicht. Muchachos, nächste Folge sehen wir uns dann in unserer Base mit den beiden Mehrwings. Das war einfach, ja, unser Fieberwahn. Okay. Wir sind krank. Ich glaube, wir haben eine Ausrede, ne? Bis dann, Muchachos. Ich bin aber auch krank. Ja, Delta ist auch krank, aber du hast mehr Erfahrung, Brudi. Bis dann, reingehauen. Ja, tschüss.